Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video werde ich jetzt nichts im Pet Simulator machen, keine Eggs öffnen oder Pets verschenken. In dem Video werde ich mal über die Game Pässe sprechen. Ich habe nämlich schon öfters die Frage bekommen, was ist denn der beste Game Pass? Ich habe 800 Robux, worin sollte ich diesen Game Pass wirklich stecken? Und ich mache jetzt zu diesem Video mal eine Tierlist. Was ist meiner Meinung nach der beste Game Pass in Pet Simulator X? Hierfür haben wir diese Seite tiermaker.com. Da hat Roblox Victor für mich so eine Tierlist erstellt. Was heißt für mich? Für sich, aber ich kann sie auch nutzen. Und zuallererst würde ich ganz klar sagen, der beste Game Pass meiner Meinung nach ist Magic Eggs. Der ist OP. Weil durch Magic Eggs könnt ihr aus normalen Eiern Rainbow Pets sammeln. Und Rainbow Pets sind nicht 6-mal so gut wie normale Pets. Die sind 36-mal so gut wie normale Pets. Das heißt, ihr könnt richtig viel Coins sparen, indem ihr die normalen Eggs öffnet und ab und zu mal ein Rainbow Pet zieht. Super guter Game Pass und ist das Geld meiner Meinung nach wert. Und wo wir bei teuren Game Passen sind, können wir gleich über Mythical Hunter sprechen. Mythical Hunter kostet 1800 Robux. Und 1800 Robux sind echt verdammt viel. Ich packe Mythical Hunter aufs A-Tier. Es kommt bei mir nicht in OP rein, weil Mythical Hunter gibt ihnen zwar die Möglichkeit, überhaupt Mythicals zu hatchen, aber es ist nicht so, dass ihr dann mit Mythicals überschwemmt werdet. Ihr müsst trotzdem noch tausende Eier öffnen, damit ihr euch ein Full-Team zusammenbekommt. Das kriegt ihr gar nicht hin eigentlich, euch ein Full-Team zu erhatchen mit Mythical Hunter. Es geht nicht. Mythicals sind viel zu selten. Jetzt mit dem Ghoul Hunter Event war das was anderes. Das war aber auch nur ein einmaliges Event. Ghoul Hunter mit dem Ghoul Horses. Mythical Hunter ist ein super Game Pass, wenn ihr die Robux übrig habt. Wenn ihr kein Problem damit habt, 1800 Robux zu verlieren, holt euch Mythical Hunter. Wenn das für euch zu viel ist, dann holt euch den Game Pass nicht. Er ist sehr teuer. Ihr könnt auch einfach die Diamonds zusammensparen und euch die Mythicals beim Merchant holen. Das versucht Preston ja inzwischen zu balancen. Wo wir beim Balancen sind, dann gibt es ja noch diesen Lucky Game Pass. Und beim Lucky Game Pass habe ich, als der rauskam, gesagt, super Game Pass, mega geil. Und jetzt, wo ich den Game Pass habe, habe ich den Vergleich nicht mehr. Ich habe nicht mehr den Vergleich, wie lucky bin ich überhaupt mit diesem Game Pass. Es ist richtig schwer, den Game Pass einzuordnen. Als er rauskam, war es halt so, nachdem man sich Lucky geholt hat, konnte man auf einmal die ganzen Legendary Pets in der Fantasy-Welt holen. Und die Legendary Pets waren vorher so richtig selten. Mit Lucky waren sie nicht mehr so selten. Aber als dann die Tech-Welt rauskam, war das anders. Ich hatte den Lucky Game Pass, ich hatte Ultra Lucky Boost drin, ich hatte Super Lucky Boost drin und ich habe trotzdem keine Legendaries gezogen. Ich habe tausende Eier geöffnet und keine Legendaries gezogen, trotz Lucky Game Pass. Deswegen kriegt der Lucky Game Pass von mir ein C-Tier. Er kommt auf C-Tier, weil er nicht so gut ist, er ist aber auch nicht so teuer. Eigentlich müsste er irgendwo zwischen C und D kommen, aber er kriegt von mir ein C-Tier. Dann kommen wir auch zum Hoverboard. Das Hoverboard kostet 250 Robux und ist damit für mich entschieden zu teuer. Kommt auf das D-Tier, weil das Hoverboard ist cool, man kann sich damit schneller fort bewegen. Es ist aber kein Muss. Niemand braucht ein Hoverboard. Es ist viel sinnvoller ist es, sich den Teleport Game Pass zu holen. Und der Teleport Game Pass, der kommt von mir auf das C-Tier. Warum auf das C-Tier? Der hat früher, ich glaube, 50 Robux gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt kostet er 200. Damals, als er so günstig war, wie er damals war, da wäre Teleport locker auf dem A-Tier gelandet. Aber jetzt kostet er 200 Robux und das ist er mir einfach nicht wert. Deswegen kommt er auf C-Tier. Es ist sehr nützlich, die Teleport zu haben, aber man kann sich Teleport ja jetzt auch mit Gems kaufen und der Game Pass ist an sich einfach zu teuer. Das Hoverboard hingegen, das braucht man gar nicht. Wenn man sich teleportieren kann, braucht man kein Hoverboard. Das Hoverboard ist einfach nur, um sich gut zu fühlen. Es ist einfach nur ein Cosmetic. Ich hätte mir das Hoverboard übrigens niemals geholt, wenn Crafter mir nicht explizit das Geld fürs Hoverboard gegeben hätte. Gut, nun kommen wir zu 8 Pets Equipped. Und 8 Pets Equipped bekommt von mir ein klares Ja. 8 Pets Equipped kommt für mich auf das B-Tier. Warum? Man kann mehr Pets equippen. Wenn man mehr Pets equippen kann, hat man mehr Stärke, kann schneller abbauen, kann schneller farmen. Ist ein guter Game Pass, kostet 350 Robux. Er haut mich aber nicht komplett um. Was mich eher umhaut, ist der 17 Pets Equipped oder 18 oder 20, wie auch immer die den Game Pass inzwischen nennen, den 16 Pets Equipped Game Pass. Der ist jetzt hier nicht in der Tierliste drin. Victor hat den wahrscheinlich vergessen. Aber dieser Game Pass, der würde von mir auch nur aufs B-Tier kommen, weil der auch wieder so unglaublich teuer ist. Der kostet 2000 noch was Robux. Der kommt aufs B-Tier. Stellt ihn euch dort einfach mal vor. Gut, als nächstes VIP. VIP kommt für mich aufs D-Tier. VIP bringt nichts. Ihr kommt in die VIP-Area rein. Dort habt ihr solche Diamanten-Piles, die ihr farmen könnt. Dort habt ihr eine Kiste, wo ihr ab und zu mal Gems abholen könnt. Es bringt euch einfach nichts. VIP hat kaum Vorteile, kostet trotzdem 400 Robux. Es ist das Geld nicht wert. Steckt die 400 Robux lieber in Lucky rein. Steckt sie lieber in 8 Pets Equipped.
steckt sie nicht in VIP. Jetzt kommen wir zu Triple X. Und Triple X ist ein Game Pass, der kommt für mich auch aufs B-Tier. Triple X Hatchen ist ein nützlicher Game Pass, mit dem kann man schneller die Pets hatchen. Das macht aber auch erst dann Sinn, wenn ihr schon relativ rich seid. Wenn ihr viele Coins habt und die Coins nicht mehr so schnell loswerdet, dann wird es Zeit, euch Triple X Hatch zu holen. Das heißt, vorher solltet ihr am besten schon Magic X und Mythical Hunter vielleicht sogar haben, bevor ihr euch Triple X holt. Aber wenn ihr diese beiden Game Pässe habt, dann braucht ihr auch Triple X, weil sonst ist es einfach nur frustrierend, die ganze Zeit Eier zu öffnen. Das dauert nämlich ewig. Und kommen wir schon zum frustrierend Eier zu öffnen. Was auch frustrierend ist, ist, wenn das Inventory ständig voll ist. Deswegen haben wir hier Pet Storage. Und Pet Storage kommt für mich aufs A-Tier. Das ist nützlich, weil ihr habt mehr Platz, könnt mehr Pets im Inventar haben, könnt mehr Eier auf einmal öffnen. Und ihr könnt auch insgesamt eine größere Pet-Stärke auf dem Leaderboard erreichen. Und das für nur 100 Robux. Finde ich richtig gut. Dann gibt es da noch das Gegenstück dazu, Super Pet Storage. Und Super Pet Storage kommt von mir auch aufs A-Tier. Weil es ist genau das gleiche, nur nochmal sehr viel stärker. Pet Storage ist wirklich nützlich. Das ist das Letzte, was ihr braucht übrigens. Pet Storage braucht ihr nicht unbedingt. Braucht ihr nicht sofort. Viel wichtiger wären vorher Sachen wie Lucky, Magic Eggs oder Mythical Hunter. Aber wenn ihr die Sachen habt, ist Pet Storage unerlässlich. Ihr braucht es einfach. Sachen wie X-Gift kann man haben, muss man aber nicht, weil es nur 125 Robux kostet, kommt es für mich auch aufs A-Tier. Wenn es teurer wäre, wäre es locker ein B-Tier. Es ist einfach nur nützlich, damit man schneller Eier öffnen kann. Und dann haben wir Auto-Hatch. Und Auto-Hatch habe ich bis heute noch nicht gekauft. Ist aber auch ein nützlicher Game Pass. Und ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen A- und B-Tier. Ich würde sagen, ich pack's einfach aufs B-Tier, damit es ausgeglichener ist. Aber X-Skip sowie Auto-Hatch sind zwei Game-Pässe, die liegen für mich irgendwo zwischen A und B. Weil mit Auto-Hatch müsst ihr halt nicht mehr dort stehen bleiben, um die Sachen zu hatchen. Es wird halt immer weiter geöffnet. Ihr könnt nebenbei farmen, ganz chillig. Könnt sonst was machen. Ist halt ein chilliger Game-Pass. Ich habe den Game-Pass aber gar nicht. Daran seht ihr, er ist nicht so notwendig. Jetzt habe ich ziemlich lange und intensiv über die ganzen Game-Pässe im Pet-Simulator gesprochen. Ins Tier nutzlos kam von mir nichts. Ich wette, Victor hat eine ganz andere Verteilung. Also schaut auch gerne in Victors Video vorbei. Ich weiß nicht, wann das kommt, aber wahrscheinlich kommt Victors Video sehr viel früher als mein Video hier. Wenn ja, dann werde ich es euch in der Endcard verlinken oder in Info. Card. Werden wir mal schauen. Ich bin auch wirklich gespannt auf Victors Verteilung. Ich habe jetzt einfach nur Kosten-Nutzen abgewogen und habe dann so gesagt, ja, Magic X ist ein Muss. Lucky, weiß ich nicht mehr. Teleport, auch nicht mehr so sinnvoll. Hoverboard ist eigentlich sogar nutzlos. Oder VIP. Also VIP und Hoverboard könnte man in nutzlos reinpacken. Ich habe jetzt aber mit diesen Tiers hier gearbeitet. Ich habe halt mehr Abstufungen drin. Man könnte schon fast sagen, dass D-Tier für mich nutzlos ist. Naja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!